Hallo, herzlich willkommen. Heute Mission Nummer 5. Wieder eine Insel. Wir sind hier unten und müssen uns den ganzen Weg durchkämpfen, um die Römer zu zerstören. Let's go. So, was haben wir denn heute hier? Okay. Auf jeden Fall hier Holzfäller hin. Hier oben auch. Ansonsten sieht es schon mal ganz gut aus. Brauchen wir nicht. Schauen wir mal, was hier oben ist. Auch nicht. Der hier unten wird der wichtige sein. Jetzt hier nochmal umschauen. Was es so gibt. Und auch nach unten. So, wunderbar. Ansonsten, Steinmetz haben wir schon. Zwei sogar, okay. Das aus, das könnte das größte Problem der Platz werden. Ich mir das so anschaue. Ja, okay, hier haben wir schon einiges an Platz. Das müssen wir uns aber auch dann holen. Okay, also hier oben gibt es nichts mehr, was interessant ist. Da haben wir noch ein paar Waffen. Wunderbar. Hier haben wir auch Platz noch. Na gut, dann ist das Ziel ganz klar, hier sich alles zu holen. Können wir wahrscheinlich. Könnte man sogar, den blockieren wir mal, den Platz, dass es ja nicht vom Wasser zerstört wird. Ja, gut. Ich probiere heute auch mal ein paar andere Aufnahmesettings aus. Ein paar andere Aufnahmesettings aus. Und schau mal, ob die Artefakte dann besser sind im Video. Müsste theoretisch dann jetzt alles ein bisschen besser aussehen, auch auf YouTube. So, dich brauchen wir nicht, du kannst dahin gehen. Schaut's denn hier aus? Okay, prinzipiell habe ich es nicht gestoppt, doch habe ich. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Leute. Die bauen wir hier hin. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall in die Richtung expandieren hier. Die nächsten Ziele. Und wenn wir die Expansion gemacht haben, dann können wir ganz entspannt noch eine dritte Holzkette aufbauen. Das sieht dann alles eigentlich aus, als würde es in die richtige Richtung gehen. Hier ist nochmal ein großes Gebiet. Gibt es richtig viel Platz noch. Ja gut, dann haben wir auch keine Platzprobleme. Das holen wir uns auch noch. Dann kann man hier noch die dritte Holzkette machen. Sie zentral. Können wir schön entspannt in alle Richtungen expandieren. So, was haben wir hier? Hier haben wir tatsächlich ein bisschen Eisen und ein bisschen. Nochmal ein bisschen Kohle. So, okay. Stellen wir nochmal sicher, dass es auch keinen Zugang gibt, außer halt über die Richtungen hier.
Dann können wir uns ganz entspannt aufbauen. Das sieht so aus, als wäre die obere Insel tatsächlich komplett unseres und können dann ganz entspannt eine Produktion aufbauen und uns dann anschauen, was der Gegner so drauf so hat, so macht. Hier ist nochmal Gold. Das könnten wir uns eventuell noch holen, wenn notwendig. Aber ja, da müssten wir dann ein paar Diebe machen. Schauen wir mal, ob wir später die Zeit und Motivation haben, das zu machen. So, jetzt sind die Türme langsam da. Das heißt, wir können uns hier schon mal... Wenn der Turm da ist, dann machen wir weiter. Oh, wir haben so einen Reisbauer schon. Der muss natürlich hier umgesetzt werden. Aber dann noch ein Turm weiter hier. Weil das Land würde ich gerne noch haben hier, um mich auszubreiten. Okay, hier haben wir einen Durchgang. Okay, interessant. Da wäre noch mal ein bisschen Gold. Okay. Der Turm ist fertig, wunderbar. Weg, nächste Kette aufbauen. Denn Holz ist das Wichtigste. So, den reißen wir jetzt auch ab. Schauen wir mal, ob wir... Perfekt, da kriegen wir noch einen hin. Das ist genau das, was wir wollen. Nichts mehr sonst. Das heißt, ihr alle zurücklaufen. Hier ist auch nichts. Okay, super. Wunderbar. So, dann machen wir einen Plan. Jetzt, wenn die nächste Holzkette steht, was dann? Da müssen wir auf jeden Fall Getreidefarm bauen. Würde ich gern hier hinsetzen. Also muss der Turm fertig werden. Das wird natürlich noch ein bisschen das dauern. Gleichzeitig kann ich hier auch nochmal schön nennen. Oder ich könnte in der Zwischenzeit auf jeden Fall nochmal ein mittleres Wohnhaus bauen. Weil dann könnte ich auch eine Kaserne bauen. Und wir sollten uns auf jeden Fall hier noch ausbreiten und wir da die Platz haben, ja. Das heißt, den lassen wir auf jeden Fall auch mal bauen. Wir uns dahin ausbreiten können. So, hier ist Ende. I think. Ja, gut, dann können wir hier weiterlaufen. Jawohl. Genau, und dann machen wir dann. Breiten wir uns noch mit einem Turm aus. Die Waffen haben wir jetzt schon mal in unserem Land. Das ist schon mal positiv. Damit können wir dann, wenn es ist, tatsächlich schon mal eine Produktion und ein paar Leute produzieren. Aber wir haben erstmal keinen Zwang. Wir müssen schon überlegen, wo wir das nächste hinstellen. Das sieht eher mittleres. Ah. Die Qualität des Bodens ist halt hier überall scheiße. Wenn hier nachher mehr die Produktion hin soll, dann muss das tatsächlich mehr hier hin. Ja. Aber okay, dann bauen wir auf jeden Fall noch eins. Einfach, weil wir es uns leisten können. Wir haben auch genug Ressourcen im Moment da. Wenn der Turm fertig ist, dann kommt da noch eine Kaserne hin. Gleichzeitig wird das gebaut und die Türme gebaut. Perfekt. So muss laufen. Das heißt, wenn der Turm fertig ist, Kaserne. Wenn der Turm fertig ist, hier... Getreidefarm. Jawohl. Und dann können wir anfangen schon mal Alkoholproduktion. Ja, die wird zum Beispiel hier super hinpassen. Das heißt, wir platzieren die schon mal hier und stoppen die auch. Gleichzeitig kleiner Tempel. Er passt auch hier gut hin. Ja. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Genau, hier werden jetzt unsere Sachen fertig. Dritte Kette ist fertig.
Hier haben wir auch mehr Zeug. Hier auf jeden Fall eine Goldmine hin. Das ist die Frage, ob wir noch eine Kohlemine. Passt nicht mehr hin, okay. Dann müssen wir tatsächlich noch schauen, ob da oben noch was ist, was für uns interessant ist. Ansonsten Kohle ein bisschen knapp, aber hier haben wir auch noch ein bisschen Land. Da sollte sich ja was machen lassen. Mal weiter, wie es hier aussieht. Ja. Bisher sind die Gegner noch sehr weit weg. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir rücken eins weiter nach vorne und wir platzieren auf jeden Fall schon mal eine Kaserne. Hier. Und natürlich nicht vergessen, Produktion auf manuell umstellen. Dann gleich auch mal noch Waffenschmied umstellen. Hey, wir sollten schon ein paar Bögen produzieren auch. Denke mal, dass das ein größerer Kampf sein wird, den wir hier haben werden. Da ist nochmal Kohle. Sehr gut, da kriegen wir vielleicht sogar zwei hin. Dann hätten wir echt genug. Der Turm wird gebaut. Perfekt. So muss es laufen. Tatsächlich fehlen mir Bauarbeiter, die die Sachen hochziehen. Ne? Interessant. Genug Rohstoffe habe ich, aber nicht genug Bauarbeiter, die die Sachen bauen. Okay, der ist fertig. Wunderbar. Auf jeden Fall kommt hier ein Tower hin und zwei Getreidefarmen. Ui. Natürlich nicht so geil, aber da könnten wir vielleicht. Ja, das müssen wir anders machen. Weil tatsächlich brauchen wir da mehr Platz. Ja. Den Turm können wir dann hier hinstellen. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Das passt aber gut. Dann lassen wir die Getreideproduktion hier anlaufen. Gleichzeitig werden wir hier dann die Alkoholproduktion anlaufen lassen. Und dann können wir anfangen der Waffenproduktion schon. Gleichzeitig holen wir uns hier noch mehr Land, damit wir hier noch mehr platzieren können. Das Wasser ist noch eine Sache. Also hier haben wir einen Fluss. Den können wir nutzen wahrscheinlich am Ende aller Tage. Ein Holzfäller können wir auf jeden Fall hier hinstellen. Da liegt doch Fleisch, oder? Ja, tatsächlich. Da liegt Fleisch. Da liegt Fleisch. Was haben wir denn an Ressourcen? 8 Fleisch, 8 Fisch. Okay, dann tatsächlich Fleisch. Das ist natürlich Premium. Können wir die Fleischproduktion ein bisschen nach hinten verschieben. Uns mehr auf die Ausbildung, auf den Aufbau fokussieren. Okay, also hier ist der nächste Endpunkt. Naja, was heißt Endpunkt? Chokepoint. Das heißt, wir könnten uns theoretisch überlegen, ob wir uns noch hier runter ausbreiten und uns den holen. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Produktion fertig. So, ah ja, perfekt. Das heißt, da gibt es nochmal alles. Eine Eisenmine. Kohlemine. Kohlemine. Und geht noch eine Goldmine hin? Geht nicht hin. Okay, egal. Kohle ist wichtiger. Genau, hier wird alles gemacht. Ja, das dauert natürlich jetzt. Schlechter Bodenbelag. Das heißt, wir können aber in der Zwischenzeit das hier schon mal bauen lassen. Und eine Kohlmine schon mal bauen. Während die da noch am Planieren sind, können wir die Zeit nutzen zum Produzieren, zum Hochziehen von Gebäuden. Ja. So, und jetzt sollten die Leute auch schon loslaufen und sich die Waffen holen. Perfekt. Jetzt ist Bewegung da. So, Rohstoffe sind schon größtenteils da. Es fehlen tatsächlich Bauarbeiter. Die werden jetzt hier bauen. Aber ist auch okay.
Okay, sie ist wirklich wieder ein dünner Durchgang nur. Und hier auch. Müssen aber einiges tatsächlich einen Weg laufen, bis wir hier durch sind. Wäre schon interessant. Das heißt dann, wenn wir nachproduzieren, müssen die relativ weit laufen, was natürlich nicht ganz so geil ist. So, Planierung ist fertig, wunderbar. Da fehlt jetzt noch ein Holz, aber es liegen schon 8 davor. Ja, Ressourcen sind kein Problem. Oder sagen wir mal, Baumaterial ist kein Problem. Das ist schon mal viel wert. Schon mal viel wert. Und schauen wir mal weiter, was wir hier so finden. Tatsächlich sollten wir auch hier zwei Bogenschützen produzieren. Einfach, um ein bisschen Sicherheit zu haben. Ja. Dann fällt der Tower immerhin nicht so schnell, wobei wir ja im Moment... Ah, da ist ja schon mal der erste. Der gelbe ist schon mal bis hierhin vorgedrungen, mit seinen Geologen zumindest. Jawohl. Super. Gras. Gras, sage ich schon. Reis ist fertig. Kohlemine ist auch da. Die wird jetzt nicht viel produzieren. Die wird nur 10 Sachen machen. Aber das reicht ja schon mal, um hier aufzubauen. Dann könnten wir sie theoretisch mit Fisch versorgen. Weil wir haben jetzt tatsächlich 8 Fleisch. Das machen wir jetzt auch. Kohlemine versorgen wir mal in der Zwischenzeit mit Fisch. Damit die weiter produziert. Bis hier alles fertig ist, ja. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch holen. Ich überlege, ob wir nicht schon die dritte auch noch bauen. Wenn wir schon dabei sind, machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja eigentlich mehr Zeit als wir zu wenig Zeit. Hier ist der gelbe, okay. Okay, ja gut, ne, dann schicken wir den hier zurück und den hier ganz zurück. Dann holen wir uns einen Dieb, den wir hier hinstellen. Soldaten holen wir zurück. Weil jetzt haben wir alles erkundet, was interessant für uns war. Das heißt, die Überlegung ist, ob wir vielleicht bis hierhin noch vorrücken. Ansonsten alles mehr brauchen wir nicht. Okay, gut. Manchmal stelle ich mir die Frage, jetzt habe ich noch so viele Startressourcen hier rumliegen, ob man die nicht hätte effizienter nutzen können. Aber ich wüsste auch nicht wie. Deswegen, naja. Schauen wir mal, wie hier denn der Platz aussieht mit... Schmieden, ja, okay, da können wir einige platzieren und Eisenschmelzen passen auch ein paar hin. Sonst können wir notfalls hier oder da noch arbeiten, jawohl. Und actually, den hier brauchen wir gar nicht mehr, weil das ist eher der hier, der die Arbeit macht. Das heißt, wir könnten tatsächlich den hier noch hier runter verschieben und hier arbeiten lassen. Dann haben wir hier auch nochmal Platz. Ja, und das was, der Alkohol läuft schon. Schon mal positiv. Können wir nachher noch ausbauen. Oder da machen wir wahrscheinlich hier nochmal eine Kette hin, wenn wir Bock haben und brauchen. Wichtig ist erstmal Nahrung. Nahrung muss jetzt dann da sein. Was fehlt hier? Stein. So, wir hätten also 4 Bögen, 4 Speere, 8 Schwerter, 12 Schwerter. Okay.
Hier. Okay, wunderbar. Das reicht erstmal als Explosion. Dann erstmal hier alles freiräumen, damit die hier gut mal arbeiten können. Okay, ja. Next Project, next Project. Eisenmine aufmachen. Ja, warte mal, die war schlecht eigentlich. Die war besser, ja. Hier noch eine Kohlmine, jawohl. Auf geht's. Und die erste Eisenschmelze. Und eine Werkzeugschmiede. Die platzieren wir weit weg, weil die ist nicht wichtig ist. Ja. Okay, wunderbar. Ja, da kommt der letzte Getreidefarmer. Ja, gut. So, wenn dann jetzt hier die Produktion aufgebaut ist, die erste leichte Produktion, dann können wir das erste große Wohnhaus, nee, dann machen wir erst die Getreide, die Bäckerei fertig, dann bauen wir das erste große Wohnhaus, dann bauen wir die Schweineproduktion auf und dann pumpen wir noch die, oder pumpen wir zuerst noch die, können wir zuerst noch den Reisbauern erweitern oder nicht? Das ist eine gute Frage. Sollen wir zuerst Alkohol nochmal erweitern oder sollen wir zuerst erst Leute holen? Ne, wir holen zuerst Leute. Wir haben auch genug Ressourcen hier noch liegen. Ja. Das nächste ist auf jeden Fall, dass wir hier oben alles aufbauen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die so weit sind, dass die produzieren. Das heißt, theoretisch könnte ich auch zuerst das große Wohnhaus bauen. Will ich das? Ja, Leute sind prinzipiell immer gut. Im Moment habe ich aber nicht das Gefühl, dass ich nicht genug Leute hätte, die Sachen transportieren. Ja. Im Moment sieht das alles noch sehr gut aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das machen. Wir werden das zuerst bauen. Und danach sind die Getreidefarmen auch so weit, dass sie produzieren und dann können wir die ganz normal die Holzproduktion aufbauen. Holz sage ich schon. Die Brotproduktion und die Schweinproduktion können wir dann parallel aufbauen. Ich denke, dass das eine gute Idee ist. 50, 56, ja, die sind alle nicht so gut im Produzieren. Naja. Da kommt das Fleisch, das wir schon gefunden haben. Das ist aber versteckt hier. Zeitlich 25 Minuten. Ist keine schlechte Zeit, aber auch keine gute Zeit. Hätten wir schon weiter sein können. Wo haben wir denn Zeit verloren? Gute Frage. Aber prinzipiell hätte das alles ein bisschen schneller laufen können.
Genau, hier wird alles gemacht. Das ist planiert. Da kommen die Ressourcen an. Das heißt, wir können das nächste Projekt in Auftrag geben. Brotproduktion. Ein Wasserwerk. Da und hier noch eins. Das bauen wir später. Dann brauchen wir eine Mühle. Nächstes nahe bei unserer Getreidefarm und eine Bäckerei. Passt auch sehr gut hierhin. Gut. Nächste Projekt ist in Auftrag. Fast ein bisschen zu wenig Reis, ne? Dann könnten wir tatsächlich noch eine. Ja, doch, machen wir. Zuerst noch ein Reis. Nee, eigentlich ist der nicht so wichtig. Ihr könnt euch mal hier rüber bewegen, actually, und mal schauen, was da so ist. Weil das wäre schon interessant zu wissen. Okay, der kann pausiert werden. Wir bauen die nur aus Sicherheit, dass wir quasi einen Schmied drin haben. Wenn wir es dann brauchen, dann können wir... Das machen wir mal noch nicht. Noch nicht so relevant. Ich habe Planierer, die rumstehen, nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, wunderbar. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch das hier machen und das hier auch in Auftrag geben. So, gesamte Nahrungsproduktion steht noch nicht, aber ist zumindest schon geplant, wo sie hinkommt. Das ist ja auch schon mal viel wert. So, Kohle ist natürlich richtig geil. Wenn das jetzt alles steht, dann werden wir hier nochmal bolstern mit der Farm und noch mehr Minen und alles. Dann können wir anfangen, unsere Armee auszuheben. Hey, jetzt müssen tatsächlich die Träger ein bisschen langsam. Wäre jetzt echt besser, wenn wir mehr hätten. Aber deswegen ist es gut, dass wir jetzt die Large Residence bauen. 1, 2, 3, 4, da kommt das ganze Holz hoch, was noch fehlt. Der ganze Stein und dann sollte uns das gleich helfen, hier nochmal alles besser zu stemmen. Oh, da fehlen sogar Ressourcen. 1, 2, 3, 4. Ja, da kommt alles, okay, wunderbar. Ja, war vielleicht ein bisschen too much. Oh, nee. Iron Ore ist falsch, also wollen hier Kohlemine bauen. Da kommt das Holz, der Stein und das letzte Holz. Wunderbar. Ja. Das ist das Problem. Jetzt wandern die Handwerker quasi ab und gehen woanders hin. Deswegen dauert es länger, bis das fertig ist. Was eigentlich genau das ist, was wir vermeiden wollen. Aber okay. Ist noch okay. Jetzt sind alles da, die bauen das fertig und das geht schon.
Aber beim nächsten Mal müssen wir mehr aufpassen, dass quasi die Bauarbeiter nicht hin und her laufen zwischen den Baustellen, weil Rohstoffe fehlen. Das ist ganz schlecht. So, jetzt müssten wir langsam die Bogenschützen auch aufwerten können. Ah, noch nicht ganz, okay. So, wie sieht es hier mit Rohstoffen aus? Es fehlt noch ein bisschen was, aber ist fast alles da. Und hier auch. Okay, das heißt, wir können jetzt hier die Reisfarm in Auftrag geben. Und wir schicken schon mal einen hier hoch, weil wir müssen dann gleich da oben auch Sachen in Auftrag geben. Also mit dem Fisch können wir jetzt aufhören. Da kommt jetzt Brot. Ja, das ist halt auch kacke. Da der Bäcker hier schon existiert, muss er erst drüber laufen. Wenn er gar nicht existiert hätte, wäre er hier neu entstanden und dann da reingelaufen. Das wäre natürlich für uns schöner gewesen. So, da oben passt nochmal gut eine Kohlmine hin. So, das wird alles gemacht. Wunderbar, okay. Das heißt, Kohle. Iron Ore? Nee, Iron Ore ist falsch. Hier ist nochmal eine Kohlmine, die hier hinkommt. Jawohl. So, was haben wir sonst noch hier? Eine Goldmine, okay. Passt. Und wir brauchen noch eine Schmelze. Und noch eine Waffenschmiede. Wunderbar. Dann ist das fertig hier und wir können auf jeden Fall schon mal das produzieren, was wir da haben. Und dann unseren ersten Angriff starten. Ja, Brot ist schon da, wunderbar, läuft. Ich habe Kohle fehlt jetzt, aber das ist kein Problem. Ich bin gerade gut am Produzieren. Alles läuft nach Plan. Sag mal, wir wollen nicht, dass er darüber läuft. Er soll lieber hier arbeiten. Ne? So, schön. Okay. Haben sie es nicht fertig gebaut? Natürlich cool. Was ist hier noch?
Mal Eisen hier mal. Eisen interessiert mich zu wenig. Ja, wieso? Ich will hier keine Eisen. Das soll eine Kohlemine werden. Ah, jetzt ist der Shit da. Naja, dann müssen wir die halt bauen. Fuck. Ah, das ist natürlich ätzend. So, but actually, was wir auf jeden Fall noch machen wollten. Ne? 5, 6, 7, 8. Geht mal dahin. Trupp ist fertig. Und ab geht's. Und uns auf jeden Fall noch das Gold hier holen, ne? Wenn es hier schon liegt. Bringt noch mal einiges an Kampfstärke. So. Steel Goods. Und schau mal, was wir mit der Armee hier erreichen können. Doch einiges an Leuten sind. Und dann, ja. Wie alt sind wir jetzt? Bei 38 Minuten. Erster Angriff, ja, wir sind ein bisschen behind. Entschuldigung, da müssen wir eine kurze Pause machen. Also weiter geht's. Wo waren wir? Okay, wir sind auf dem Weg nach unten. Wir holen uns das Gold hier und ansonsten passt alles. Okay. Genau. Genau, wir brauchen noch ein Lager für die Goldbahn. Boah, ja, hier oben. Was ist hier los? Ein Hammer. Ja. Kannst du ihn haben? Da wird noch eine gute Kohlemine hinpassen. Dann... Selbstverständlich nutzen wir das noch. Ja, da oben können wir jetzt keine mehr hinbauen, weil das Scheiß... Holz liegt. Na gut. Gibt Schlimmeres. Dann schauen wir mal, was wir an Gegenwehr zu erwarten haben. Wir haben sich ja schon ein bisschen nicht weiter ausgebreitet. Also soll es ja jetzt relativ easy sein, den zu clearen. Zumindest wenn sie sich nicht von alleine weit ausbreiten, spricht es oft dafür, dass sie auch quasi selber nicht viel gebaut haben. Schauen wir kurz, ob das hier klappt mit den Dieben. Ob sie sich das Gold quasi holen und es wieder direkt zurückbringen oder ob man nochmal den G-Befehl triggern muss. Ne, laufen alleine zurück. Wunderbar. Dann, let's go. Können den eigentlich nutzen hier, um uns hier noch ein bisschen mehr Platz zu sichern. Wir später noch ein bisschen alles hier boostern können. Wir können hier auf jeden Fall auch nochmal Bäckerei bauen, weil wir produzieren definitiv genug Stuff. Okay, let's go.
So, scheint so, als hätte der nicht viel an Gegenwehr zu bieten. Wenn das schon alles war, was er an Truppen hat, dann wird das hier ein einfaches Spiel. Da scheint ein Turm zu sein. Schauen wir uns gleich an. Mit nur einem Bogenschützen, okay. Okay. Sieht aus, als hätte er gerade erst mit der Position. Das ist natürlich praktisch für uns. Ja, das. Oh, das ist doch einiges, was hier kommt, okay. Okay. Müssen auf jeden Fall hier angreifen, von der Seite. Ja, doch, wir gehen direkt weiter. Wir gehen direkt weiter. Einfach weil hier es echt eng ist und wir müssen hier auf jeden Fall so schnell wie möglich durchkommen, damit wir hier nicht in den engen Stellen aufgehalten werden. Okay, das hat super funktioniert, actually. Das heißt, wir werden jetzt da einfach weitergehen und das Gold abholen. Der Gelbe hat quasi jetzt keine Einheiten mehr. Dementsprechend sollte der jetzt easy zum Clearen sein. Ja, ein paar Sachen hat er noch. Das heißt, wir müssen jetzt erst die Kaserne einnehmen. Aber der tut sich ja gerade selber dadurch behindern, dass er alle Soldaten in die Türme steckt. Was ja eigentlich gerade genau das ist, was man nicht tun sollte, weil ich jetzt ganz entspannt all seine Einheiten hier abfangen kann und Türme einnehmen kann. Wir müssen jetzt hier ein bisschen verteilt arbeiten. Schauen, dass wir hier einnehmen. Die Frage, wo der letzte Turm ist. Also ich, hier die zwei Türme, so ungefähr der Bereich, aber weiß nicht, ob die Kaserne damit schon down geht. Deswegen wäre interessant zu wissen, wo der nächste Turm ist. Oder ob das reicht, um die Kaserne rauszunehmen. Oh. Müssen natürlich Leute auch kämpfen, sonst wird der Turm nicht eingenommen. So, wie schaut es hier aus? Will ich nochmal nachrekrutieren? Im Prinzip haben wir genug Stuff. Ja. Machen hier Auto. Okay. Kaserne ist down. Wunderbar. Dann ist jetzt nur noch die. Ja, da müssen wir als nächstes auf jeden Fall hier die Produktion nach Möglichkeit einnehmen. Auch bei Computergegnern gilt am besten die Produktion zerstören, das Land teilen. Ja. Aber wenn sie keine Ressourcen mehr haben, können sie auch nichts herstellen. Hier ist zum Beispiel die Waffenschmiede. Da kann man schauen, ob die Waffen irgendwo hin transportiert werden. Sieht nicht so aus. Also können wir hier ganz entspannt alles einnehmen. Mit dem Turm, dann ist hier alles bad. Super. So, klappt das hier? Jawohl, klappt. Ja, das wollen wir eigentlich noch nicht einnehmen. Da sitzen zwei Leute drin und bringt uns eigentlich nichts, den einzunehmen. Ja.
Das Land hier ist getrennt. Da kann keiner mehr rüberlaufen. Dementsprechend hier echt völlig entspannt, was das angeht. Und wir werden ihn jetzt einfach schön weiter einnehmen. Und am Ende den Turm noch machen. Den können wir fast sogar mit unseren Nachholeinheiten holen. So, jetzt brauchen wir tatsächlich, würde ich die Bogenproduktion noch ein bisschen reduzieren. Weil nicht wirklich notwendig ist, dass wir Bogenschützen haben im Moment. Kommen noch mal welche nach, dann haben wir jetzt knapp 10 Stück, knapp 12 Stück. Das reicht erstmal, um den großen Armeefight die Überhand zu haben. Ah, schau, das war's schon mit dem Gelben. Holen wir mal, was hier noch rausgekommen ist, runter. Wird ja auch einige Zeit dauern, bis die da sind. Schauen wir mal, wo der Blaue liegt. Oder ich vermute mal Blau. Normalerweise sind immer Gelb und Blau die Gegner. Schauen wir mal. Was ist hier los? Naja, gut, Schwefelmine braucht man nicht. Sieht jetzt aus, Kohleproduktion 30%. Okay, du bist definitiv zu schlecht. 30% ist nicht gut genug. Dann bauen wir auf jeden Fall hier noch eine auf. Brot wird produziert. Okay, mit der Mühle gibt es schon mal ein bisschen Probleme. Aber sieht alles noch gut aus. Der hat genug Getreide. Okay, lassen wir mal so. Und wir gehen weiter. Ah, hier ist nochmal ein größerer Turm. Aber das scheint es ja dann gewesen zu sein. Holen wir mal den Dieb vor. Schauen uns mal an, wo wir den zweiten Gegner finden. Der müsste irgendwo hier sein. Zumindest wenn das Missionsbild am Anfang gestimmt hat. Ja. Das war's mit dem Gelben. Noch die beiden Türme, dann ist vorbei. So, die Diebe sind da. Das heißt, weiterholen. Wir müssen alles abholen, was da ist. Wir haben schon einiges an Einheiten verloren hier. Ja, dann stellen wir komplett auf Schwerterproduktion um. Damit wir genug haben, um später auch einnehmen zu können. Bogenschütze bringen leider nichts, um gegnerische Türme einzunehmen. Nur gut, um die gegnerische Armee zu vernichten. So, dann rüber mit euch. Sind Soldaten schneller als Diebe? Oh, okay. Ja, warte mal. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Bogenschütze schon bedeutend langsamer als Schwertkämpfer. Ah, Nummer 1, tot. Okay, hier gibt es auch nichts weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter? Wo geht es denn dann so weiter?
Hier oben oder was? Okay. Sieht fast so aus, ne? Na gut. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch ein neues Lager. Die Goldschmelze produziert ja auch, ne? Ja, Kohle haben wir eigentlich genug, oder? Haben wir noch eine Kohlmine? Ja. Dann bauen wir die auch noch auf. Ja, okay. Ach, das ist ein Asiate. Okay, interessant. Na gut. Was haben wir hier? 18 Schwertkämpfer. Ja, warten wir noch, bis die noch unten sind und dann... Dann geben wir dem auch den Rest. Dann haben wir hier auch fast alles abgeholt. Ja, fehlt noch ein... Eine Tour fehlt noch. Dann haben wir alles da. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Kommt der hinterher mit der Produktion? Sieht gut aus, ja. Okay, wunderbar. Das sieht gut aus. Wo sind wir? 45 Minuten. Ja, okay. Wie sieht's hier aus? Der hat... Der kann durchaus die zwei gut verarbeiten. Naja, nicht wirklich. Der ist voll. Okay. Könnte sich überlegen, ob wir noch einen großen Tempel bauen. Einfach weil wir es können. Sollte es Probleme geben, können wir dann nachher noch einen Priester mit runterschicken. Würde ich jetzt zwar mal bezweifeln. Normalerweise gibt es nie Probleme, aber... So Jungs, ihr könnt das schon hier fallen lassen. Nur 7? Oh, der hat gar nichts mitgenommen. Okay. Auch interessant. Den Turm brauchen wir auch nicht. Naja, okay. Wir sind eh bei 65%, das ist ausreichend. Hier ist quasi voll. Auch cool. Hier fehlt Material. Warum kommt das nur so langsam? Hm. Eigentlich haben wir genug von allem. Steine. Ja. Kommen die gar nicht? Haben wir nicht mehr genug Steine? Da gibt es genug Steine noch. Der hat auch noch Steine liegen. Hier liegen auch noch Steine. Eigentlich haben wir genug von allem. Hm, okay. So. Dann greifen wir jetzt den Asiaten an. Schicken die mal noch hinterher. Dann stoppen wir mal die Ausbildung und warten auf Level 3. Sollte es soweit kommen, dass wir noch Level 3 brauchen.
Schauen wir mal, was er an Gegenwehr zu bieten hat. So, das sieht eher nach nix aus. Das sieht nach, er hat gar nichts aus. Gut, dann hätten wir auch nicht auf so viele Soldaten warten müssen. Aber wenn er jetzt nicht noch bald irgendwas schickt an Soldaten, dann ist der relativ easy. So. Out of Minerals. Okay, ja, dann weg damit. Ja, cool, ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ja. Liegt da jetzt noch was hinten? Ja, haben wir alles geholt, wunderbar. Na gut. Scheinbar ist das alles, was er hat. Dann werden wir ihn jetzt ganz entspannt einnehmen. Und uns freuen, dass wir die Mission so einfach gemeistert haben. Ich hoffe auch jetzt, dass diesmal die Bildqualität besser ist. Ich habe jetzt mal andere Settings in OBS eingestellt. Und ja, wird sich zeigen, ob die Bildqualität oder zumindest diese Artefakte raus sind, wenn man schnell hin und her, den Bildschirm so schnell hin und her bewegt. Die ersten Tests sahen zumindest schon ganz gut aus, aber ich habe natürlich noch keine lange Aufnahme mit den Settings gemacht. Ah, Hauptsache 1000 Türme gebaut, hey. Dass die immer so ein engmaschiges Netz ziehen müssen, verstehe ich auch gar nicht. Naja, du bringst das hier hin. Jetzt haben wir alles Gold abgeholt, was da lag. Perfekt. Okay. Ja, Fleisch haben wir genug, Brot läuft auch. Jawohl, sieht gut aus. Der findet nichts mehr. Hier kannst du gerne weitermachen. So, ja. Können die hier gleich hier weitermachen? Ja gut, das war eine dumme Idee. So, die Seite gehört uns, dann können wir da weitermachen. Die Seite gehört uns auch. Dann fehlt nur noch das hier innen. Dann sind die sogar fast noch in Zeit rechtzeitig da, dass sie noch vielleicht noch ein, zwei Türme einnehmen können. Schauen wir mal. Ihr könnt dann eigentlich prinzipiell auf den hier gehen. Hey, bleibt schön da hier. Der wird. Okay, easy. Der wird easy. Der Level 3. Das war's, das war's. Ah ja. Nicht die Geologen töten. Manchmal mag ich das Auto-Aggro überhaupt nicht. Sollen lieber die Bogenschützen das machen, ja. Die sind effizienter. So, und der letzte. Voraussichtlich letzter Turm.
Und das war's. Dann schau mal kurz, ob wir auf der Map noch irgendwas verpasst haben an wichtigen Sachen. Aber ich glaube, wir müssten alles mitgenommen haben mit den Waffen und dem Gold. Ja, sieht gut aus. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.